Die Keramikfabrik Zanon produziert seit 15 Jahren unter ArbeiterInnen Selbstkontrolle. Seit 15 Jahren sind sie ein Vorbild für Arbeitende auf der gesamten Welt. Dann würde ich jetzt gerne anfangen, thematisch auch langsam nach Argentinien bewegen. Und zwar wird als erster Vladik Flakin, Redakteur von Klasse gegen Klasse, reden. Er arbeitet als Journalist und war selber schon mal in der besetzten Fabrik Zanon. Danke, Tavea. Ich glaube, Zanon kann man am besten mit Brecht erklären. Zanon passt irgendwie zu diesem Gedicht von Brecht über den Kommunismus. Er hat gesagt, der Kommunismus ist das Einfache, was schwer zu machen ist. Und Zanon ist super einfach. Also, wie Zanon funktioniert, das haben wir schon auf dem Plakat in einem Satz erklärt. Wenn wir uns vorstellen, die Außerirdischen kommen zu uns, irgendwelche Anthropologinnen von einem fremden Planeten, und die fragen uns, wie organisiert ihr eure Gesellschaft? Ihr sagt immer Demokratie, also wie läuft das konkret? Wie werden Reichtümer produziert? Und wir sagen, naja, ist ein bisschen kompliziert, schon. Also es gibt Fabriken, wo ganz viele Leute arbeiten, und die produzieren Reichtümer, aber diese Reichtümer gehören dann am Ende ganz, ganz wenigen Leuten. Vielleicht 0,1% der Bevölkerung. Und ich glaube, die außerirdischen Anthropologinnen würden fragen, okay, und wie bestimmt ihr dann diese 0,1% der Leute? Gibt es so ein Auswahlverfahren? Und wir würden dann sagen, kein Plan, haben wir nie darüber nachgedacht. Meistens sind das die Kinder von anderen Leuten, denen schon mal alles gehört haben. Und so weiter und so weiter. Super kompliziert. Zanon dagegen ist super einfach zu erklären. Wie entscheiden die Leute? Wie wird entschieden, was produziert wird und wie und für wen? Die Leute setzen sich zusammen und entscheiden das gemeinsam. Stimmen darüber ab, wenn es sein muss. Versuchen da, selbstbestimmt zu leben. Genau. Und gleichzeitig ist Zanon super schwer. Weil wir könnten jetzt heute rausgehen und sagen, stimmt, klingt nach einem Plan. Wir werden einfach alle Reichtümer unter demokratische Kontrolle stellen, jetzt sofort. Und dann würden wir sehr schnell merken, dass wir Probleme haben mit Gerichtsvollzieherinnen, mit Polizei. Und wenn es uns gelingt, ganz viele Sachen unter demokratische Kontrolle zu stellen, würden wir auch Probleme bekommen mit der Armee und so weiter. Und Zanon musste sich mit ganz schön vielen Angriffen abwehren. Also im Endeffekt bis heute. Zu dieser Abwehr gehören härteste Straßenschlachten mit Zwillen, aber genauso politische Kämpfe, Demonstrationen, Streiks, Interventionen ins Parlament, also mit eigenen Abgeordneten. Genau. Also Zanon ist auch super schwierig, dass sie so ein einfaches System der Arbeit etablieren könnten. Genau. Und Zanon ist, das werden wir auch ein bisschen in dem Video nachher sehen, ist es nicht vom Himmel gefallen. Es ist nicht einfach ein spontaner Einfall gewesen, sondern Zanon ist einerseits das Produkt von Selbstorganisierung, von einfachen Arbeiterinnen, die beschlossen haben, das Unmögliche zu machen. Aber gleichzeitig ist es auch ein Produkt der Arbeit von organisierten Revolutionärinnen und Revolutionären, die diese Ideen der Produktion unter Arbeiterinnenkontrolle, der Streiks, der Besetzung auch in diesen Prozess mit eingebracht haben. Und viele dieser Revolutionärinnen und Revolutionäre sind auch bei unserer Schwesterorganisation, der PTS, also Spanisch, der Partei Sozialistische Arbeiterinnen, organisiert. Und dieses Phänomen von Zanon, diese Erfahrung von Zanon, ist etwas, was wir in jedem Kampf, in jedem revolutionären Prozess sehen können, nämlich eine sehr starke, spannende Wechselwirkung zwischen politischer Organisation und der Demokratie der Arbeiterinnen. Okay, genau. Ich möchte dann auch meine Ausführung mit einer Anekdote schließen. Genau, bei Zanon machen wir uns auch keine Illusion darüber. Zanon ist nicht der Kommunismus. Zanon hat viele Probleme. Zanon existiert seit 15 Jahren ohne neue Kredite und ohne Erneuerung der Maschinen. Also ganz vieles in der Fabrik fällt inzwischen auch auseinander. Und die Kolleginnen und Kollegen kämpfen dort sehr hart dafür, dass sie vom Staat dann Unterstützung bekommen, um die Maschinen zu erneuern und so weiter. Also Zanon ist ein Beispiel, dass
dass die Gesellschaft, dass die Produktion anders funktionieren kann, aber es ist auch nicht mehr als ein Beispiel. Also Sanon wird letztendlich nur dann funktionieren, wenn es gelingt, andere Fabriken unter Arbeiterin Kontrolle zu stellen. Und ich meine, Sanon, die produzieren Fliesen, also sie brauchen auch Arbeiterin Kontrolle in den Zulieferfirmen. Die brauchen Arbeiterin Kontrolle in den Transportunternehmen und in den Energiekonzernen. Und die brauchen es in ganzen Industriezweigen und brauchen letztendlich auch Arbeiterinnenkontrolle des Staates und der Staatsmacht. Und das auch nicht nur in Argentinien, sondern weltweit. Also das Ziel, das Einzige, was diese Erfahrung überleben lassen kann, ist ein sozialistisches Projekt, ist die Übernahme aller Produktionsmittel. Genau. Und als ich da war in 2003, da hatte ich viele Diskussionen mit Arbeiterinnen. Und ich habe natürlich viel geredet mit den politischen Leuten, die gesagt haben, ja, ich habe mir das schon vor 10 Jahren überlegt, dass so eine Besetzung und Arbeiterinnenkontrolle cool wäre. Aber noch viel spannender waren die Diskussionen mit den Kollegen, die sich als unpolitisch verstanden haben, die aus blanker Not dann an dieser Besetzung teilgenommen haben. Also ein Prozess, wo es darum ging, ihre Arbeitsplätze, den Lebensunterhalt für ihre Familien da zu sichern. Und besonders ein Kollege hat mich beeindruckt, der erzählte, er hat viele Jahre in der Fabrik gearbeitet und in früheren Jahren gab es Proteste vor dem Fabriktor. Es gab eine militante Arbeitslosenbewegung, die haben Arbeitsplätze gefordert und die haben immer die Autobahn vor der Fabrik blockiert, um da ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Und dieser Kollege, der das erzählt hat, er meinte, er fand das immer super scheiße, weil er musste zur Arbeit und hat Stress bekommen und hat Lohnabzug bekommen und er hasste diese Arbeitslosen. Und die mussten dann aus dem Bus aussteigen und an denen vorbeilaufen und die haben dann Flyer verteilt. Man hat immer ganz theatralisch die Flyer zerrissen und gesagt, verpisst euch und so weiter. Und er meinte dann, erst als dieser Prozess in Gang war, als ihm und ihn die Fabrik gehörte, hat er angefangen, die Sachen ein bisschen tiefgehender anzugucken. Hat gefragt, wer sind eigentlich diese Arbeitslosen, die die Autobahn blockieren? Und sind da nicht sogar teilweise Kolleginnen, die früher hier entlassen worden sind? Hätte ich das nicht genauso gut sein können? Und noch mehr, wenn wir jetzt die Fabrik besetzt haben und die verteidigen müssen, sind diese kämpferischen Arbeitslosen nicht auch Leute, mit denen wir gemeinsam die Fabrik verteidigen können. Und so hat er in der Versammlung, auch als es darum ging, wie können wir unsere Arbeitsplätze organisieren, so hat er auch mit der großen Mehrheit dafür gestimmt, dass aus den Organisationen der Arbeitslosen auch neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt werden, dass sie Arbeitsplätze bekommen. Und das war für mich so ein kleines Beispiel, wie Solidarität in der Arbeiterinnenbewegung funktioniert. Also dass, wenn wir über Sozialismus reden, wir sagen immer, die Arbeiterinnen sind diejenigen, die eine neue, eine gerechtere, eine bessere Gesellschaft tragen können. Und warum ist das so? Ich meine, wenn wir die heutige Welt angucken, Donald Trump in den USA, und da liest man ganz oft, wer hat dieses Monster da zu verantworten? Und es wird immer geschrieben, das sind weiße Arbeiter gewesen, weiße männliche Arbeiter vor allem. Und etwas dran ist wahr, klar, ich meine, unsere Klasse ist, wir werden bombardiert mit den reaktionärsten Ideen. Sexismus und Rassismus und Transphobie und alles Mögliche. Und einige von unseren Klassengeschwistern nehmen so eine Scheiße auch auf. Aber wenn wir anfangen, uns für unsere Rechte einzusetzen, wenn wir uns organisieren und kämpfen, dann müssen wir solidarisch sein. Da gibt es so einen Drang dazu, diese reaktionären Ideologien zu überwinden. Und ich glaube, wir merken das auch ein kleines bisschen am Botanischen Garten. Weil die Kolleginnen und Kollegen vom Botanischen Garten, ihr habt für euch selber gekämpft. Und ist auch gut so. Also ihr habt dafür gekämpft, dass ihr bessere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne, mehr Respekt habt. Aber gleichzeitig, ob ihr es gewollt habt oder nicht, ihr habt dafür gekämpft auch, dass ganz viele Landesbeschäftigte in Berlin, Zehntausende, 20.000 Landesbeschäftigte, werden auch bessere Ausgangsbedingungen haben, um ihre Rechte zu bekommen. Und auch darüber hinaus, prekäre Arbeitsbedingungen, von denen Millionen Menschen betroffen sind. Und nicht nur in Deutschland. Das ist auch ein Kampf, das zeigt, dass wenn wir kämpfen, dass Solidarität auch ein Produkt unserer blanken Lebensumstände ist. Und das finde ich cool. Also die Arbeiterinnen und Arbeiter von Sanon haben mich überzeugt, dass wir eine Klasse sind, die in der Lage sind, gegen diese ganzen reaktionären Ideologien vorzugehen und auch Strukturen zu schaffen und eine Welt zu schaffen, die besser ist, die gerechter funktioniert, die demokratisch läuft, die ohne
diese ganze unterdrückerische Scheiße und ohne die ganze Ausbeutung auskommt. Und genau, das werden wir jetzt im Film sehen und freue mich, dass ihr alle da seid. Danke, Vladek. Wir machen jetzt weiter mit dem Referat, dem Beitrag von Paula Varela. Sie ist Soziologin aus Buenos Aires, dort auch Dozentin an der Uni und hat ein Buch über die Basisgewerkschaftsbewegung in Argentinien geschrieben. Sie ist Mitglied der PDS, der Partei der Sozialistischen ArbeiterInnen, unserer Schwesterorganisation in Argentinien. Ja. Sie wird auf Spanisch sprechen und übersetzt werden. Alemania, por la invitación. Para mí es un honor estar acá y es una emoción muy grande estar con trabajadores del botánico que acaban de tener su triunfo y también con compañeras tan jóvenes de colegio secundario que se proponen nada más y nada menos que intentar una militancia anticapitalista. Es un honor. Ja, also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank an die Genossinnen von Klasse gegen Klasse aus Deutschland, die das hier organisiert haben. Und es ist eine Ehre, gemeinsam hier zu sein mit Arbeiterinnen vom Botanischen Garten, die ihren Kampf gewonnen haben gerade. Und genauso mit so jungen Genossinnen aus der Schule, die nichts mehr und nichts weniger versuchen, als ja, eine antikapitalistische Praxis zu entwickeln. Das ist eine große Ehre. Bueno, y también es bastante emocionante para mí estar acá en Alemania, en el contexto político internacional en el que estamos en este momento y que me parece que tiene, aunque parece que no, tiene bastante que ver con lo que se puede discutir de Zanon. Ja, und es ist auch eine große Ehre für mich, hier in Deutschland zu sein, jetzt in dieser aktuellen Situation, in diesem aktuellen internationalen Kontext. Und auch wenn es nicht so aussehen mag, hat das, was jetzt gerade passiert, hier auch ganz, ganz viel zu tun mit dem, was bei Zanon passierte. Mirar el video de Zanon me hizo recordar muchas cosas, porque a veces estar cerca no es ver mejor, sino que es a veces ver menos. Das Video zu sehen, gerade den Film zu sehen, hat in mir viele Erinnerungen hochkommen lassen. Denn manchmal ist es tatsächlich so, wenn man ganz, ganz dicht an einer Sache dran ist, dann sieht man nicht besser, sondern sogar ein bisschen schlechter. Y poder verlo a la distancia me hizo recordar que para muchos, entre los que yo me cuento personalmente, Zanon fue la experiencia a partir de la cual creímos profundamente que una sociedad distinta era posible, que el anticapitalismo era posible y adherimos de esa manera al socialismo, al proyecto socialista revolucionario. Und also das jetzt nochmal aus der Distanz zu sehen mit den ganzen Jahren Entfernung hat mich daran erinnert, dass Zanon gerade der Grund war oder gerade der Ausgangspunkt war, aufgrund dessen wir die Erfahrung gemacht haben, aufgrund dessen wir den Glauben entwickelt haben, dass eine andere Gesellschaft möglich ist und eben auf dieser Grundlage uns dem sozialistischen Projekt angeschlossen haben. Y eso es muy importante porque nosotros o la gran mayoría de los que estamos acá presentes somos de distintas generaciones, pero que tenemos algo en común. Ninguno de nosotros vio una revolución obrera triunfante. Nosotros no vimos a los obreros triunfando, sino todo lo contrario. Somos de distintas generaciones, pero que tenemos en común que hemos venido viendo retroceder a la clase obrera, perder derechos, y hemos sido educados en un discurso en el que la clase obrera no puede luchar y sobre todo no puede ganar, no puede triunfar. Wir sind aus ganz verschiedenen Generationen, die wir hier sind, aber wir haben trotzdem was gemeinsam. Und das, was wir gemeinsam haben, ist, dass wir leider noch nie eine siegreiche Revolution der Arbeiterinnen gesehen haben. Also wir haben das nie selber erlebt. Wir haben nie selber erlebt, dass eben Arbeiterinnen so etwas Großes gewinnen können. Und
Genau, wir haben viel mehr gesehen, dass es Niederlagen gab, dass es Rückschritte gab, dass Rechte verloren wurden, dass Errungenschaften verloren gegangen sind. Und wir haben einen Diskurs erlebt, der uns immer gesagt hat, dass man nicht kämpfen kann und vor allem, dass man nicht gewinnen kann. Entonces, lo primero que quiero decir sobre Sanón es que es impresionante cuando un triunfo obrero tiene la potencia de ablandar los corazones de muchos y de aguzar, hacer más inteligentes las mentes de muchos para que abracemos la causa socialista. Sanón no fue una revolución y, sin embargo, muchos de los que aquí hablaron dijeron, y yo estoy entre ellos, que se hicieron socialistas por Sanón. Imagínense si vivimos procesos más importantes. Es ist das Erste, was ich deswegen zu Sanón sagen möchte. Kann man das gut hören? Es ist leider ein bisschen. Ja. Das Erste, was ich deswegen zu Sanón sagen möchte, ist, dass es beeindruckend ist, zu sehen, wie so ein siegreicher Kampf die Herzen von so vielen erweichen kann und sie, viele von ihnen so sehr daran wachsen können, daran lernen können. Und obwohl Sanón keine Revolution war, eben durch diesen Sieg viele Leute dazu inspiriert hat und ich bin unter denen, die es ja auch hier gesagt haben in dieser Runde, dass sie durch Sanón zum Sozialismus gekommen sind. Stellt euch vor, wenn wir nicht nur Sanón hätten, sondern wenn wir eben tiefgründigere, weitreichendere Prozesse entwickeln würden, wie viele Leute das dann sagen würden? Entonces, lo que hace grande a Sanón no es que hayan tomado la fábrica, que es ya muy importante, pero cientos de fábricas fueron tomadas en Argentina en el 2001 por la crisis, sino que lo que hace grande a Sanón es el objetivo de Sanón. Es el haber tomado la decisión de que la toma de la fábrica no sea solamente para garantizar los puestos de trabajo, sino para mostrar que es posible otro tipo de relaciones sociales y sobre todo para mostrar algo muy difícil de mostrar con la propaganda o con la teoría, que es mostrar el hecho de que los patrones son parásitos. Und das, was Sanón so groß macht, ist nicht, dass die Arbeiterinnen es geschafft haben, ihre Fabrik zu besetzen. Das ist schon eine riesige Errungenschaft, aber das war bei hunderten Fabriken in Argentinien in dieser Zeit der Fall. Hunderte Fabriken wurden besetzt. Was Sanón groß macht, ist das Ziel, das die Kolleginnen dort hatten. Und zwar nicht nur, um ihre Arbeitsplätze zu kämpfen, sondern aufzeigen zu wollen, dass eine andere Art von sozialen Beziehungen möglich ist. In eine andere Art von Gesellschaft möglich ist. Und sie haben aufgezeigt, was total schwer aufzuzeigen ist mit der Propaganda, mit Theorie, nämlich, dass die Bosse Parasiten sind. Todos los testimonios que están en la película sobre la suerte de revelación que viven los trabajadores y que vivimos todos juntos con ellos, de que los trabajadores pueden producir sin patrones, es como una cachetada de la que es muy difícil volver. Como una cachetada. Ja, also das soziale Verhältnis, was die Arbeiterinnen dort entwickelt haben, was dort in dem Film in vielen verschiedenen Aussagen von Kolleginnen vorkam, ist, dass man als Arbeiterin ohne Chef produzieren kann. Das ist eine Backpfeife, die ich gerade gelernt habe, von der man ganz, ganz schwer wieder zurückkommt. Ne? Also das ist eine Sache, die verlernt man nicht so schnell wieder. Y lo segundo que muestra Sanón, que es extraordinario, porque después quiero hablar de cosas que no son extraordinarias en Sanón, es algo que no se propuso mostrar, pero lo muestra, y es que no existen islas de socialismo. Das zweite Außergewöhnliche, was Sanón gezeigt hat, und ich sage außergewöhnlich, weil ich danach über Dinge reden möchte, die nicht so außergewöhnlich sind, dass sie etwas gezeigt haben, was sie eigentlich gar nicht vorhatten, nämlich dass Inseln des Sozialismus nicht möglich sind.
Entonces hay otra lección de Zanón y es que el objetivo no puede ser Zanón. ¿Sí? No logramos el socialismo con un Zanón más otro Zanón más otro Zanón. La situación actual de la fábrica, que es muy grave y es muy difícil, muestra que no puede lograrse el éxito del control obrero aisladamente. Also die zweite Lektion, die man von Zanon ziehen kann, ist, dass Zanon kein Ziel ist. Ja, also man kann den Sozialismus nicht erreichen, indem man ein Zanon und noch ein Zanon und noch ein Zanon und noch ein Zanon entwickelt. Die Fabrik ist in einer unglaublich schwierigen Situation. Es hat ganz, ganz viele Probleme. Und das zeigt, dass man diese Kämpfe um Arbeiterinnenkontrolle nicht isoliert voneinander betrachten kann. Bueno, hasta acá todo lo que hace extraordinaria a la experiencia de Zanón y que recomiendo a todos y todas, especialmente a las compañeras y compañeros jóvenes, que conozcan todo lo que puedan de esa experiencia maravillosa. Ahora voy a hablar de lo que no es extraordinario en Zanón. Also soweit die Dinge, die außergewöhnlich sind in Zanón und ja, wo ich alle Genossinnen und Genossen, alle Leute, die hier sind, einlade, insbesondere die ganz Jungen unter Ihnen, dass ihr so viel wie möglich davon, darüber lernt, was Zanón so groß gemacht hat. Und jetzt werde ich über normalere, ordinärere Dinge sprechen. Y lo que es normal y ordinario en Zanón es que en una situación de lucha un sector de trabajadores adoptó un programa radical. Y como todos ustedes saben, eso ha pasado cientos de veces en la historia y todos esperamos que vuelva a pasar decenas de veces más. Also was jetzt normal, gewöhnlich bei Zanón ist, dass in einer Situation des Kampfes, in einer schwierigen Situation des Kampfes, ja, die Arbeiterinnen ein radikales Programm angenommen haben. Und das ist in der Geschichte schon hunderte Male passiert und wir hoffen, dass es auch hunderte weitere Male passieren wird. Ahora bien, ¿por qué un sector de trabajadores adopta un programa radical que es el de gestión obrera directa o administración obrera directa que iba contra toda la tendencia de la época de hacer cooperativas? ¿Por qué adopta el programa de unidad con los desocupados cuando el Estado e incluso sectores de la propia izquierda respetaban las divisiones entre los desocupados y los ocupados? Esa es la pregunta que a mí me interesaría discutir porque tiene que ver con procesos actuales. Warum haben also die Arbeiterinnen von Zanón dieses radikale Programm aufgenommen? Das ist das, was ich gerne jetzt besprechen möchte. Warum haben sie eine solche so stark gegen den Strom gekämpft in der Zeit, in der alles darum ging, Kooperativen aufzubauen und Genossenschaften aufzubauen? Warum wollten sie weitergehen? Warum haben sie ein Programm der Einheit der Arbeitslosen und Arbeiterinnen erhoben, während der Staat und ein großer Teil der Linken eben die Teilung oder die Trennung zwischen eben Arbeitslosen und Arbeiterinnen weiterhin respektiert haben? Yo diría que hay dos razones principales, por supuesto no las únicas, por las que un sector de trabajadores adopta un programa tan radical. Uno, la profundidad de la crisis argentina en 2001. Una crisis monstruosa. Para que tengan una idea, 50% de la población bajo la línea de pobreza y 25% de la población desocupada. Genau, also warum hat ein Sektor von Arbeiterinnen so ein radikales Programm angenommen? Dafür gibt es zwei Gründe. Es gibt natürlich auch noch ein paar mehr, aber zwei hauptsächliche Gründe. Der eine ist die Tiefgründigkeit der Krise in Argentinien 2001. Damit ihr eine Idee bekommt davon, 50% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, 25% der Bevölkerung arbeitslos. Pero lamentablemente con una profunda crisis no tenés Zanón. Hace falta más. El otro componente es el hecho de que Zanón venía organizándose la comisión interna de fábrica y dos años antes de la toma de Zanón había ganado un ala clasista la comisión interna de la fábrica, entre los que está el compañero Raúl Godoy del PTS.
Ja, aber eine Krise alleine macht noch kein Zanon. Es braucht noch mehr. Und deswegen war die zweite wichtige Komponente eben, dass es eine Organisierung der Beschäftigten in der Fabrik gegeben hat, schon vor 2001, also vor der Besetzung. Das ist ein Prozess der Organisierung und in Betriebsräten, in Delegiertenversammlungen und so weiter gegeben hat. Und dass 2 Jahre vorher der Betriebsrat gewonnen wurde von einem klassenkämpferischen Flügel, unter denen sich auch Raoul Godoy befindet, von der PTS, den ihr auch in dem Film mehrfach gesehen habt. ¿Por qué es importante la experiencia previa? Porque la comisión interna y el grupo de trabajadores de Zanón que vienen haciendo una experiencia política de izquierda son los que pueden tomar la decisión de tomar la fábrica y ponerla a producir bajo democracia obrera. Es decir, es central todo el proceso de organización previo antes de la crisis. Also was zentral, was ausschlaggebend dafür ist, dass eben dann die Entscheidung getroffen werden konnte, die Fabrik zu besetzen und unter Arbeiterinnenkontrolle weiter zu produzieren, ist eben dieser ganze 2-jährige Prozess der Organisierung, der davor stattgefunden hat, um eben dann in Versammlungen so eine Arbeiterinnendemokratie durchzusetzen und so ein Programm durchzusetzen. En el video se ve cómo los obreros expresan distintas contradicciones respecto de la propia situación de tomar una fábrica. Antes el compañero planteaba que él había hablado con un obrero que decía que los piqueteros, o sea, los desocupados, le molestaban, ¿sí? Es decir, que los obreros que ponen a producir Zanón no nacieron socialistas, no nacieron trotskistas, no nacieron anticapitalistas, y tienen toda la serie de contradicciones que tienen todos los obreros en todo el mundo. Die Arbeiterinnen, die in dem Film gesprochen haben, haben ja eine ganze Reihe von Widersprüchen gezeigt, die sich aus ihrer Situation ergibt, eben die Fabrik besetzt zu haben. Denn die Arbeiterinnen dort sind nicht als Antikapitalistinnen, als Sozialistinnen, als Trotzkistinnen geboren worden, sondern das hat sich eben durch die Besetzung eben zum Teil ergeben. Vorhin wurde ja auch kurz erwähnt von Vladek, das hat er erzählt von einem Kollegen im Betrieb, den vorher die Arbeitslosen immer so genervt haben auf dem Weg zur Arbeit. Und dieser Prozess hat also dafür gesorgt, dass sich diese Arbeiterinnen weiterentwickelt haben und aber eben trotzdem ganz, ganz viele Widersprüche haben, die alle Arbeiterinnen auf der ganzen Welt mit sich rumtragen. Fueron, esos obreros fueron adoptando posiciones más radicales. Algunos se hicieron socialistas, otros se hicieron anticapitalistas, otros se hicieron trotskistas, pero de conjunto fueron tomando posiciones más radicales a partir de la propia experiencia de organización y de lucha. Also die Gesamtheit der Arbeiterinnen hat sich eben durch diesen Kampf radikalisiert. Einige von ihnen sind Antikapitalistinnen geworden, sind Sozialistinnen geworden, sind Trotzkistinnen geworden. Aber die Gesamtheit der Arbeiterinnenfabrik hat sich eben radikalisiert durch die Erfahrung des Kampfes und der Organisation, die sie durchgemacht haben. Entonces creo que en ese proceso previo a Zanón hay una primera enseñanza. Trotsky tenía una frase muy linda, que yo voy a hacer un poco más fea, que es algo así como, la conciencia no es del mismo material que las vías del ferrocarril, es de un material más volátil, que se moldea con los golpes de las luchas, de las revoluciones, etc. Es gibt also in dem Prozess vorher eine wichtige Lehre oder eine erste Lehre. Trotzki hat ein Zitat mal gebracht, das viel schöner ist, als ich es gerade sagen kann. Das Bewusstsein ist nicht aus dem gleichen Material wie Eisenbahnschienen,
sondern es ist viel flüchtiger und verändert sich viel schneller und hat und wird mit den Schlägen der Kämpfe, mit den Schlägen der Kampfsituationen geformt. Entonces, en este momento, en donde luego de 20 años de acusar a la clase obrera de que no existía, hoy se la acusa a la clase obrera de que es de derecha porque vota Trump, que es xenófoba, que es machista, que es todas las porquerías que hay en el mundo, todo eso está depositado en la conciencia de la clase obrera. Bueno, en ese contexto hay que recordar que la conciencia no es del material de las vías del ferrocarril, sino que se moldea con la experiencia. Also in dieser Situation von Zanon, wo 20 Jahre lang den Leuten gesagt wurde, die Arbeiterinnenklasse, die gibt es gar nicht. Und heute, wo der Arbeiterinnenklasse vorgeworfen wird, dass sie rassistisch ist, dass sie sexistisch ist, weil sie Trump wählt, weil sie all diese ganze Scheiße in sich aufnimmt, die eben von der wir in unserer Gesellschaft umgeben sind, dann muss man sich diesen Satz in Erinnerung rufen, dass eben das Bewusstsein nicht so ist wie Eisenbahnschienen, sondern dass es mit der Erfahrung sich verändert. Y quiero señalar una cosa en particular que fue central en la experiencia de Zanon, está en el video y que creo que es central en las experiencias obreras y es la democracia. La democracia no es un fetiche. No es hacer 10 asambleas más o 10 asambleas menos, votar 5 cosas más o votar 5 cosas menos. Und eine zentrale Erfahrung, die auch in dem Film sichtbar ist, eine ganz zentrale Erfahrung bei Zanon ist eben die Frage der Demokratie. Demokratie ist kein Fetisch. Es geht nicht darum, 10 Versammlungen mehr abzuhalten oder 10 Versammlungen weniger abzuhalten. Es geht nicht darum, 5 Sachen mehr abzustimmen oder 5 Sachen weniger abzustimmen. La democracia obrera en Zanon fue la posibilidad de que cada uno de los obreros y obreras que conforman el colectivo de Zanon pensara cosas impensables. La democracia obrera es la posibilidad de politización de los sectores obreros. Es la posibilidad de pensar que una fábrica puede existir sin patrones. La posibilidad de pensar que los obreros pueden hacer más que trabajar con las manos, pueden dirigir, pueden gobernar. Die Arbeiterdemokratie ist viel mehr als das. Es ist die Möglichkeit für die Arbeiterinnen in der Fabrik, ist die Möglichkeit, Undenkbares zu denken. Es ist die Möglichkeit, die Arbeiterinnen zu politisieren, zu diskutieren, dass es möglich ist, ohne Chefs zu produzieren, dass es für Arbeiterinnen möglich ist, mehr als nur Arbeiterin zu sein, mehr als nur mit der Hand zu arbeiten, sondern eben auch eine Fabrik anführen zu können und eben auch regieren zu können. Hay una frase de una obrera de la fábrica Bruckmann, otra fábrica que fue tomada y puesta a producir en Buenos Aires, una obrera que en la lucha de su fábrica la encontró con 50 años ya, no era una joven. Una obrera peronista, no voy a explicar lo que es el peronismo porque me hundo, pero no es de izquierda. Y que luego de la experiencia de la toma y sobre todo de la experiencia de la democracia, dijo la frase más sencilla y que mejor resume esta sensación que quiero expresar de lo que produce la democracia obrera. Ella dijo, si podemos dirigir una fábrica, podemos dirigir un país. Celia Martínez. Und ich möchte kurz von Celia Martínez erzählen, eine Arbeiterin von Bruckmann, eine andere Fabrik, die eben von Arbeiterinnen besetzt wurde in der Krise 2001. Die war damals 50 Jahre alt schon, also keine junge Frau mehr, Peronistin. Ich erzähle jetzt nicht, was der Peronismus alles ist, dann schweife ich völlig ab, aber es ist nicht links.
Und können wir vielleicht nachher ein bisschen ausführlicher diskutieren. Genau, und sie hat eben nach einer Erfahrung, nach eben dieser Erfahrung der Besetzung und der Erfahrung der Demokratie, der Arbeiterinnendemokratie in Bruckmann, einen ganz, ganz einfachen Satz gesagt, der am besten zusammenfasst, was diese Erfahrung der Arbeiterinnendemokratie eigentlich ist. Wenn wir Arbeiterinnen eine Fabrik führen können, dann können wir auch ein Land führen. Entonces, ese empoderamiento que genera la democracia obrera es el mayor disparador de energía y de creatividad de la clase obrera que existe. Por eso hay que defender la democracia obrera. Y es el mejor antídoto contra la burocracia sindical. Also diese Stärkung, dieses Empowerment, was die Arbeiterinnendemokratie bedeutet, ist die wichtigste, der wichtigste Auslöser für diese Energie, für diese Kreativität der Arbeiterinnenklasse, die auch das beste Gegenmittel gegen die Gewerkschaftsbürokratie ist. Deswegen müssen wir die Arbeiterinnendemokratie verteidigen. Y traigo el problema de la democracia obrera porque ese tema estuvo presente en lo que en Argentina llamamos el sindicalismo de base. Y con esto termino. Un proceso de organización en distintos sectores de la clase obrera en un contexto completamente distinto al de Zanón. Und diese ganze Erfahrung hat etwas mit sich gebracht, von dem ich jetzt zuletzt sprechen möchte, nämlich den sogenannten Sindicalismo de Base, die Basisgewerkschaftsbewegung in Zanón oder in Argentinien, die in Zanón und an ganz vielen anderen Orten sich entwickelt hat. Un proceso de crecimiento en el marco de crecimiento económico, muchísimo crecimiento económico de 2013 en adelante, de crecimiento del empleo, y de otro elemento más, de un aumento de las expectativas de la clase obrera, incluso alentado por el propio gobierno progresista de los Kirchner, el kirchnerismo. Und die Basisgewerkschaftsbewegung, die entsteht in einer Zeit des Wachstums, also ab 2003, eines großen Wirtschaftswachstums in Argentinien, mit eben auch einem großen Wachstum an Arbeitsplätzen, in dem aber auch die Erwartungen der Arbeiterinnen an eben ihren Lebensstandard und so weiter immer weiter anstiegen, was zum Teil auch gefördert worden war durch die sich als progressiv verstehende Regierung der Kirchner. Y en ese proceso, en ese contexto, un sector de los trabajadores, sobre todo los jóvenes, también abrazaron un programa radical clasista. Und in diesem Prozess der Entstehung dieser Basisgewerkschaftsbewegung hat eben ein Teil der Arbeiterinnen, insbesondere sehr junger Arbeiterinnen, sich eben auch diesen klassenkämpferischen Ideen angenähert. Ese hecho sería inexplicable sin Zanón. No podría explicarse sin Zanón y no podría explicarse sin decenas de militantes, de dirigentes, de activistas de izquierdas que entraron en las fábricas cuando empezó nuevamente la recuperación económica. Und das lässt sich nicht erklären ohne Zanón. Das lässt sich nicht erklären ohne ohne die Dutzenden von linken Aktivistinnen, die eben auch bei Zanón angefangen haben zu arbeiten, als das Wirtschaftswachstum anfing und dort eben mehr Arbeitsplätze geschaffen werden konnten. Entonces, para cerrar, lo que une la experiencia de Zanón con el sindicalismo de base es la experiencia de sectores de trabajadores que se van haciendo de izquierda, que en la experiencia van abrazando ideas anticapitalistas. Como ustedes saben, y si no, se los cuento, hace apenas 2 semanas o 3,
En Argentina hubo un acto muy importante de lo que se llama el Frente de Izquierda allá, que no tiene nada que ver con el Frente de Izquierda, por ejemplo, en Francia. Genau, das, was die, was Zanon und die Basisgewerkschaftsbewegung vereint, ist, dass eben die Arbeiterinnen sich in der Erfahrung, die sie in diesen Prozessen gemacht haben, immer linker geworden sind, sozialistischer geworden sind, ein Programm angenommen haben. Und ich möchte euch zum Schluss erzählen von heute, von einer Kundgebung, die vor gerade mal 2 Wochen stattgefunden hat in Argentinien, organisiert von der Front der Linken und der Arbeiterinnen. Gar nichts zu tun mit dem, was zum Beispiel die Linksfront in Frankreich ist oder so, oder vielleicht die Linkspartei in Deutschland. En ese acto estuvieron 20.000 personas, lo que es mucho para un frente de izquierda compuesto por todos partidos trotskistas. Y muchos nos preguntamos de dónde salieron esos 20.000, de los cuales una importante parte eran obreros. Auf dieser Kundgebung waren 20.000 Leute. Es ist ganz schön viel für eine Front von Organisationen, die sich alle als Trotzkisten verstehen. und die Leute haben uns gefragt, wo sind denn die alle hergekommen, die 20.000 Leute, von denen eben ganz, ganz viele Arbeiterinnen waren. Bueno, esos obreros que estaban en un acto trotskista levantando y flameando las banderas rojas no existirían sin las experiencias como Zanon en momentos de crisis, pero tampoco existirían sin la experiencia cotidiana de trabajo cotidiano en las fábricas en momentos de crecimiento económico, proponiendo programas radicales a clases obreras que no nacen siendo radicales, sino que se vuelven radicales con la experiencia y con la historia y la tradición de nuestra clase obrera radical, digamos, de la izquierda de la clase obrera. Und also diese Arbeiterinnen, diese, die dort auf einer trotzkistischen Kundgebung waren und ihre roten Fahnen geschwenkt haben, wären nicht möglich gewesen ohne Erfahrungen wie Zanon eben in Zeiten der Krise, aber eben genauso wenig möglich gewesen ohne Erfahrungen in Zeiten des Wirtschaftswachstums, wo es politisierte Leute gibt in den Fabriken, in den Betrieben, die dort tagtägliche Arbeit machen und radikale Programme vorschlagen für Arbeiterinnen, die eben nicht radikal geboren werden, sondern eben durch die Geschichte, durch die Prozesse, durch die Erfahrungen erst radikal werden. Bueno, muchas gracias por la atención. Vielen Dank. Ganz vielen Dank, Paula. Schön, dass du hier bist. Damit wir jetzt auch noch miteinander in einen Austausch kommen können, vielleicht noch Fragen klären können, wird Aimo, U-Bahn-Fahrer aus Berlin, die Diskussion einleiten. Hallo, hallo, kann man mich hören? Schön. Ich bin Aimo, ich bin U-Bahn-Fahrer, wie gehört. Also ich arbeite bei der BVG, dem größten Nahverkehrsunternehmen dieses großartigen Landes. mit 1 Milliarde Fahrgäste letztes Jahr, ganz großartig, und dem schlechtesten Tarifvertrag der deutschen Nahverkehrsunternehmen. Also, wir haben ja gehört, bei Zanon in Argentinien sind die Maschinen marode, das ist insofern auch schon mal eine Ähnlichkeit, die man ziehen kann. Was wir allerdings nicht haben, ist Arbeiterkontrolle. Wir haben ein ziemlich heftiges Management, was gemeinsam mit einer sehr an die Sozialpartnerschaft gewöhnten Gewerkschaftsapparatur es verstanden hat, in den letzten 20, 30 Jahren enorme Verschlechterungen durchzusetzen. Also es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir sind heute immer noch 12.000 Arbeiterinnen. Aber es waren mal doppelt so viele 1990.
Wir haben eben einen Absenkungstarifvertrag gehabt. Wir hatten vorher schon Erlebnisse mit Outsourcing-Projekten, also wo eben Teil der Beschäftigten in einer 100%igen Tochterfirma beschäftigt wird. Die Kollegen vom Botanischen Garten können da ein großartiges Lied von singen. Wie das ist, es hat sich dann ein bisschen erübrigt bei der BVG durch den Absenkungstarifvertrag, wo man dann einfach gesamt die Löhne senken konnte, mit freundlicher Hilfe der Gewerkschaft, die sich nicht zu wehren wusste oder nicht wollte, wie auch immer. Das ist dann Interpretation, die lasse ich jetzt erstmal offen. In dieser Situation, die ziemlich viel mit Frustration und auch viel mit Hoffnungslosigkeit zu tun hat, haben wir uns eben ein kleines Häuflein von Kolleginnen und Kollegen zusammengefunden, vor einigen Jahren, die da eben gegen den Strom geschwommen sind und haben eine an der Basis der Gewerkschaft eine Gruppe aufgebaut, eine Basisgewerkschaftsbewegung namens Verdi Aktiv und geben immer so eine Zeitung raus, ich kann das jetzt hier mal vor hochhalten, wo wir versuchen eben mit den Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren, in Diskussion zu kommen, andere Sichtweisen vorzuschlagen und eben gegen diese Frustration, dieses man kann ja nichts machen, die Gewerkschaft baut Scheiße und am besten geht man da raus und macht nichts und versucht irgendwie die Jahre rumzukriegen oder wie auch immer. Und da eben irgendwie eine Perspektive des Kampfes auch aufzustellen. Und eben den Kampf auch um die Gewerkschaft nicht aufzugeben. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich jetzt ein bisschen wiederfinden konnte, in einer anderen Art und Weise bei den Kolleginnen und Kollegen bei Sonon, die eben auch den Kampf um ihre Gewerkschaft geführt haben und ihre Gewerkschaft erobert hatten. Das war dieses Logo, was sie auch überall auf den Jacken und so weiter hatten. Und ehe sie eben die Bürokraten rausgeworfen haben und da die Kollegen erstmal organisiert haben, also auch ein Kampf, den es hier zu führen gibt, eben gegen die bürokratisierten Gewerkschaften. Und auch also wegen dieser Gemeinsamkeit zum Beispiel, glaube ich, ist es wichtig, solidarisch zu sein, zusammenzuhalten, voneinander zu lernen. Da komme ich auch zu dem Punkt, warum es für uns wichtig ist, diesen Kampf zu unterstützen und Solidarität zu zeigen, weil Solidarität ist eben nicht, also wir wollen jetzt hier nicht Geld sammeln für Maschinen, für Sanon, wie vor in den 80ern irgendwie Geld für Waffen für El Salvador oder so gesammelt worden ist, jetzt oftmals mit so einem wir helfen mal der dritten Welt Attitüde, also ich will gar nicht über alle Leute, die da aktiv sind, irgendwie den Stab brechen, darum geht es nicht, nur es ist nicht so eine, wir helfen jetzt den armen Kolleginnen und Kollegen in Patagonien da mal irgendwie wieder auf die Beine zu irgendwie dabei zu bleiben, sondern wie es Raoul, der ja vor einigen Jahren auch in Berlin war, auch mal da ganz klar formuliert hat und wie es hier auch immer wieder kam, Sanon ist ein Schützengraben von uns in unserem Kampf, den die also dieser Erfolg von Sanon, mit dem können wir, das ist auch unser Erfolg. Und Sanon gibt uns eine Möglichkeit, hier die Diskussion anders zu führen. Eben, und nicht nur Sanon, sondern die gesamte Basisgewerkschaftsbewegung in Argentinien gibt uns Möglichkeiten, eben hier die Diskussion zu führen und eben eine andere Perspektive aufzuzeigen, die lebendig ist, die nicht irgendwie die nicht theoretisch wirkt, sondern die, wo das dann eine Praxis bekommt. Und auf der Veranstaltung war zum Beispiel auch einer der Redner, der Genosse Claudio von der U-Bahn in Buenos Aires. Und auch da gibt es eben Möglichkeiten der Verbindung und da sind auch Sachen, die wir voneinander lernen können. Zum Beispiel, dass die Kolleginnen und Kollegen beim Streik, was ich immer wieder benutze, wenn ich mit Kollegen rede, beim Streik die Drehkreuze aufgemacht haben, um ganz Buenos Aires umsonst fahren zu lassen. Weil es geht ja gar nicht gegen die Bevölkerung, wie die Bosses immer drehen wollen, sondern es geht ja gegen die Chefs. Und solche Überlegungen, also wo man, also bei solchen Beispielen, da kann man, das sind Beispiele, die wir für uns, wir haben jetzt keine Drehkreuze, aber der Ansatzpunkt ist der ähnliche. Also zum Beispiel, warum fordern wir nicht auf, das Unternehmen auf die Kontrollen sein zu lassen und dass wir sagen, ganz Berlin darf umsonst fahren, sobald wir eine Kontrolle
sobald das Unternehmen entscheidet, es muss kontrollieren, die Leute, und rausziehen, dann müssen wir den Konflikt leider auch den Fahrgästen aufbürden und die Züge alle stehen lassen. Aber so lange soll Berlin gerne umsonst fahren. Also eben also so eine Idee, einfach so, ich will nur sagen, also diese ganzen Kämpfe, die in Argentinien stattfinden, Sanon und eben bei der U-Bahn oder auch bei Donnelly oder so, das sind alles Kämpfe, das sind Kämpfe auch von uns, die wir zusammenführen können und die wir zusammenführen müssen. Das ist auch die Art von Solidarität, die eben nicht selbstlos ist. Selbstlose Solidarität ist für andere Leute. Also ich sage, ich als Arbeiter sage, Solidarität mache ich für mich. Und in diesem Sinne sollten wir auch Solidarität diskutieren. Also was können wir davon lernen? Nicht, wie können wir den armen Kollegen da helfen oder so ein Blödsinn. Genau, und damit habe ich jetzt schon mehr als genug gequatscht und möchte euch mal das Mic in die Hand geben. Genau, es gibt jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit für Nachfragen. Auch Paula ist noch da, kann auch noch Fragen zu Zanon beantworten. Wir haben hier Leute, die waren schon mal da, können vielleicht dazu was sagen. Und auch alles, was euch sonst so auf dem Herzen brennt, was ihr einmal gerne laut loswerden wollen würdet. Hast du dich gemeldet? Nee. Ah. Willst du den gesammelten Fragenhaufen beantworten lassen? Und dann auch Aimo einmal antworten lassen. Bueno, la discusión sobre la diferencia entre cooperativa y control obrero, estatización bajo control obrero, que es el programa de Zanon, fue muy interesante desde el inicio, aunque en ese momento era una discusión que parecía más teórica que lo que es ahora. Also die Auseinandersetzung zwischen Genossenschaft, Kooperativen einerseits und dem Programm der Verstaatlichung und der Arbeit und Kontrolle andererseits, wie es in Zanon der Fall ist, war von Anfang an eine total spannende Diskussion, aber eine, die am Anfang sehr viel theoretischer erschien, als sie es heute ist. La diferencia radicaba en dos puntos importantes, ¿sí? Uno respecto al dos puntos que tienen que ver con la concepción de para qué tomar la fábrica y ponerla a producir. Und einer der Punkte, der in der Diskussion ganz, ganz wichtig war, ist die Frage, warum den Betrieb besetzen und warum oder für wen produzieren. El primer punto con el hecho de si los trabajadores querían volverse dueños de la fábrica, que es lo que es básicamente una cooperativa. In términos legales y en términos reales. Und dann gibt es die Frage, ob die Kolleginnen Besitzerinnen der Fabrik werden wollen, was letzten Endes das ist, was eine Genossenschaft ist, also sowohl in rechtlicher Frage als auch eben in der realen Situation, was das bedeutet. Era porque eso era importante por dos motivos a su vez. Uno, que tenía que ver con la relación en que esos trabajadores quedaban con el resto del movimiento obrero. Eso fue una discusión puntual. La resistencia a ser cooperativa fue una resistencia para no volverse dueños y no aislarse, seguir siendo trabajadores y poder tejer lazos de solidaridad en tanto trabajadores. Und da gab es wiederum zwei Unterdiskussionen. Eine ist, dass das etwas damit zu tun hat, in welcher Beziehung die Arbeiterinnen von Zanon sich mit den anderen Arbeiterinnen anderer Fabriken, anderer Kämpfe verbinden können. Und der Widerstand dagegen, eine Kooperative zu werden, eine Genossenschaft zu werden, ist eben, um nicht Eigentümer zu sein, sondern um Arbeiterin bleiben zu können und um als Arbeiterin sich mit anderen Arbeiterinnen zu solidarisieren und zu verbinden. La segunda cuestión en relación a ser dueño o no tenía que ver con el hecho de que eso implicara introducir dentro de Zanon
lógicas patronales entre los propios trabajadores, es decir, que un sector de trabajadores operara como patrón de otro sector de trabajadores. Und die andere Hälfte der Diskussion über Eigentümer, darüber Eigentümer zu werden, hat damit was zu tun, dass das Logiken von Eigentümerinnen, Logiken von Chefs wieder in die Fabrik hineinbringen würde. Und zwar, indem es nämlich dann innerhalb der Arbeiterinnen Sektoren gäbe, die diese Logik gegenüber anderen Sektoren ausüben würden. Eso está relacionado directamente con el segundo punto, que era la discusión hacia dónde iba la producción, o sea, para qué producía Zanon. Und das ist direkt verbunden mit der zweiten Frage, nämlich für wen, für was produziert Zanon, wohin soll die Produktion gehen? Cooperativas produce para el mercado. La propuesta de Zanon de estatización era producción social, es decir, que comprara la fábrica el Estado, la gestionaran los trabajadores y el objetivo de la producción fuera construcción de casas de sanitarios en viviendas populares, escuelas, la propia cárcel de la cual los trabajadores, si vieron en el video, les donaban la ración de comida, hospitales. Son dos producciones, dos concepciones completamente distintas de hacia dónde va el producto de la fábrica. Und das hat eben den Grund, dass Genossenschaften für den Markt produzieren müssen. Und das, was Zanon wollte oder immer will, ist soziale Produktion. Das bedeutet, der Staat kauft die Fabrik oder kauft die Produktion, sorgt dafür, dass das funktioniert. Die Arbeiterinnen verwalten sie eigenständig. Und das Ziel der Produktion ist es, für Schulen zu produzieren, für Krankenhäuser zu produzieren, für Sanitäranlagen in ärmeren Vierteln zu produzieren, selbst für das Gefängnis zu produzieren, wo die Arbeiterinnen die Essensrationen von den Gefängnisinsassen zum Beispiel geschenkt bekommen haben, zwischenzeitlich, wie auch in dem Video zu sehen war. Das war, glaube ich, nicht kommentiert, aber das hat auch stattgefunden, also Solidarisierung von Gefängnisinsassen mit den Arbeiterinnen von Zanon. Esto tiene relación con la siguiente pregunta. Zanon logró la expropiación, pero no logró la estatización. La situación en la que hoy está Zanon, yo decía al principio que había sido una discusión teórica y ahora era menos teórica. Bueno, la situación de ahogo económico en la que está Zanon es justamente porque Zanon produce para el mercado y le es difícil competir en el mercado con la maquinaria vieja que tiene. Ich hatte am Anfang gesagt, dass diese Diskussion früher theoretischer war als heute. Sie ist deswegen heute weniger theoretisch, weil Zanon es geschafft hat, die Enteignung durchzusetzen, es aber nicht geschafft hat, die Verstaatlichung durchzusetzen. Das heißt, Zanon muss für den Markt produzieren. Und diese wirtschaftliche Erstickung, in der sich Zanon gerade befindet, ist deswegen, kommt eben daher, dass Zanon für den Markt produzieren muss und es mit den alten Maschinen, die es in der Fabrik gibt, schwierig ist, auf dem Markt bestehen zu können. Entonces, para los compañeros que preguntaban, la venta de Zanon es en el mercado y los problemas de Zanon son ese. Es exactamente ese. Es una fábrica que tiene que competir capitalistamente en el mercado. Por eso exige ahora como medida intermedia un subsidio estatal para cambiar la maquinaria y como medida de fondo lo que exigió siempre. Ser estatizada y producir para la población. Ja, also für die gefragt haben, was für wen Zanon produziert, für den Markt. Und das ist genau das Problem. Also das, was nicht funktioniert, ist vor allen Dingen das, also dass eben Zanon für den Markt kapitalistisch produzieren muss. Und aktuell als Forderung, als Zwischenforderung gibt es eben, dass es Subventionen vom Staat gibt, um die Maschinen auszuwechseln und eben weiterhin dann dafür zu kämpfen, für Verstaatlichung, so wie das ja vorhin schon besprochen wurde.
Bueno, y por último, sobre la pregunta en relación a las mujeres, efectivamente, al inicio del proceso de Zanón, las mujeres eran muy pocas. Acá quiero hacer una aclaración que tiene que ver con otro proceso de toma mucho más reciente de la gráfica Donnelly. En general, en los procesos de toma, el primer sector que suele retirarse es el sector de las mujeres. Und wegen, also zu der Frage Frauen in Zanón, also ja, waren damals sehr, sehr wenige Frauen und das hat unter anderem was damit zu tun, dass in den Kämpfen, wenn es eben um Fabrikschließungen geht und so, es häufig leider der Fall war, dass Frauen diejenigen waren, die sich zuerst zurückgezogen haben. Aber da gibt es eine wichtige Sache zu sagen, die zu tun hat mit einem Kampf, mit einer Besetzung, die sehr viel später, vor kurzem erst oder vor wenigen Jahren erst stattgefunden hat, nämlich von der Druckerei Donnelly. Tanto en un caso como en el otro, las mujeres son el primer sector que se retira por cuestiones obvias, porque tienen muchas presiones de su familia, porque estos procesos llevan mucho tiempo de militancia, mucho tiempo de estar fuera de sus hogares, y empiezan las presiones de los maridos y las presiones de los hijos y la culpa por no poder estar en su casa haciendo lo que deberían estar haciendo. Und auch in Donnelly war es zunächst einmal so, dass Frauen die Ersten waren, die sich zurückgezogen haben aus dem Kampf, aus ganz offensichtlichen Gründen, weil der Druck der Familie so mega stark war, dass sie, weil diese Kämpfe sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, sehr viel Aktivismus in Anspruch nehmen und deswegen der Druck vom Haushalt, der Druck von den Ehemännern, der Druck von den Söhnen und so weiter so stark ist, doch zurückzukommen. Sie werden beschuldigt für das alles, was nicht funktioniert und sie werden aufgefordert, quasi das zu tun, was sie doch tun sollten. Entonces, en un caso como en el otro, y en ambos casos se aumentó la población femenina dentro de la fábrica, tanto en Zanón como en Donnelly, la política fue una política expresa de formación de comisiones de mujeres. ¿Para qué? Primero, para alentar la politización de las mujeres, y segundo, para incorporar también al debate de la opresión de género a los hombres de la fábrica. Und die Politik auch in Zanón, also sowohl in Zanón als in Donnelly, wurde es geschafft, den Anteil von Frauen in der Fabrik zu erhöhen. Und die zentrale Politik dafür war die Bildung von Frauenkommissionen. Einmal um einen Prozess der Politisierung unter den Frauen zu ermöglichen und zum anderen auch um die Debatte um Geschlechterunterdrückung auch mit den Männern in der Fabrik zu führen. Y en ambos casos se aumentó la cantidad de mujeres y se discutió también la división sexual del trabajo y las tareas correspondientes a las mujeres y a la de los hombres. Y eso también fue parte de las discusiones de la Asamblea Obrera. Genau, und ja, also damit wurde es geschafft, eben dass in beiden Fällen der Anteil der Frauen sich erhöht hat und eben, dass Dinge diskutiert wurden, auch wie zum Beispiel die geschlechtliche Arbeitsteilung und die Arbeiten, die angeblich den Frauen und den Männern zustehen würden. Und diese Dinge wurden dann eben auch in den Versammlungen der Arbeiterinnen direkt diskutiert. Ja. Ah, einmal. Sorry. Okay. Ja, also zu der Frage oder den Fragen, die da gestellt sind, das, was konkret die BVG angeht und ihre Kontrollen. Die Kontrolleure sind teilweise in outgesourcten Firmen beschäftigt. Es gibt Kontrolleure, die BVG-Verträge haben, also Kontrollpersonal, aber es ist eben nur ein Teil. Das sind meistens die Leute, die mehr Spielraum haben, wenn sie Leute
so, wie heißt das nochmal, es gibt so Feststellungen, genau, wenn sie Feststellungen haben, dann haben die ein größeres Moment an Spielraum, dich laufen zu lassen zum Beispiel oder so. Während die anderen, die in outgesourcten Firmen natürlich diese Leute, die stehen unter einem dementsprechend viel krasseren Druck, bei Feststellungen dann eben auch ordentliche Feststellungen zu machen, dann dementsprechend auch, ja, wie das dann auch immer aussieht, jetzt mit weiteren Fragen, die sich dann meistens anschließen, bekommen die jetzt eine Kopfprämie oder nicht? Keine Ahnung, weiß nicht. Man hört mal dies, mal das. Es kommt dann eben bestimmt vielleicht auch auf die Subfirma an, wie sie das dann generell regelt. Mir wurde mal gesagt, ja, wenn der Durchschnitt so ungefähr 12 Feststellungen am Tag ist und du bleibst dann halt dauerhaft drunter auf jeden Fall, also das gilt dann quasi für alle, dann wird natürlich auch deine Arbeitsfähigkeit irgendwie in Frage gestellt, ob du diesen Job gut machst. Womit wir auch schon bei dem nächsten Punkt sind, nämlich die Organisierung von Fahrscheinkontrollpersonal. Da haben wir keine Gruppenposition zu, auch allein schon deswegen, weil wir eine Gruppe sind, die vor allem eine ganz kleine Gruppe sind, die vor allem eben Fahrerinnen und Fahrer umfasst und dass das die Leute sind, mit denen wir auf die wir uns hauptsächlich auch die Bereiche sind, auf die wir uns hauptsächlich konzentrieren. Ich persönlich habe überhaupt kein Interesse, Fahrscheinkontrolleure zu organisieren, weil sie eine reine, also das ist meine persönliche Haltung, weil sie eine reine repressive Funktion haben. Also du hast ja selber gesagt, das sind Leute wie ich, die es halt voll scheiße geht und die dann halt aber nichts Besseres, also in Anführungszeichen nichts Besseres zu tun haben, das ist blöd ausgedrückt, aber halt als Leute wie dich eben dann aus dem Zug zu ziehen. Und außerdem manchmal auch noch, das kommt jetzt dazu, jetzt für mich persönlich, meinen Zug aufzuhalten, halt irgendwelche Leute manchmal Tauziehen, spielen mit Fahrgästen und dann riskieren, dass der ganze Zug vielleicht entleert wird, keine Ahnung. Also ich hab überhaupt auch aus meiner Arbeit persönlich kein positives Verhältnis zu Fahrscheinkontrollen und ich sehe auch kein nichts Sinnvolles an dieser Arbeit. Und deswegen habe ich auch ein Problem ein bisschen mit Leuten, mit Klassengeschwistern, die diese Arbeit machen. Es sind keine Streikbrecher, also ich würde jetzt nicht so mit ihnen verfahren, wie Jack London es vorgeschlagen hat für Streikbrecher, aber ich habe persönlich auch keine Perspektive der Organisierung. Das ist aber, wie gesagt, keine Gruppenposition, sondern jetzt nur meine persönliche Haltung bisher. Wer weiß. Ich will aber die Chance nutzen, dass ich gerade das Mic in der Hand habe und gleich noch eine Frage stellen, ganz kurz. Und zwar was mich nochmal interessieren würde, wäre eben die Basisgewerkschaftsbewegung in Argentinien, also auch wie die organisiert ist. Also weil da ist so ein Begriff Bewegung und das ist so ein Label, was auf vieles ganz schnell raufgepappt wird. Und ich würde gerne nochmal wissen, was das eigentlich heißt. Also wer organisiert die? Wie sind die organisiert? Wer ist es überhaupt? Auch weil man wenig daraus lernen kann, wenn man nur ein Label hat. Bueno, primera cuestión para entender el sindicalismo de base es que es un proceso en donde tienen fuerza sectores jóvenes de la clase obrera, entendiendo generosamente la palabra joven y haciéndola llegar hasta un 35 años. Okay, also für die Basisgewerkschaftsbewegung. Das erste Wichtige ist, dass sie hauptsächlich von jugendlichen Menschen getragen wird, also im sehr breiten Sinne des Wortes bis 35 oder so. Pero esta cuestión generacional es importante porque en 2003 empezó el crecimiento económico y estos son jóvenes que ingresaron por primera vez al mercado de trabajo, ¿sí? En ese crecimiento económico. Aber diese Generationenfrage ist deswegen wichtig, weil es hauptsächlich eben Leute sind, die nach 2003 auf den Arbeitsmarkt getreten sind, also in der Zeit eben des Wirtschaftswachstums und dementsprechend auch besondere Erwartungen haben. ¿Por qué señalo esto? Porque nosotros decimos que son jóvenes que son herederos de la derrota de las reformas neoliberales, pero que no son derrotados. Y esas son dos cosas muy importantes. Es una diferencia muy importante. Heredaron,
el retroceso de derechos, pero ellos no han vivido en carne propia la derrota de la década del 90 y eso explica muchas cosas del sindicalismo de base. Und ich sage das deswegen, weil für uns diese Leute Erben der Niederlagen aus dem Neoliberalismus sind, aber eben keine selbst Niedergeschlagenen. Also das ist ein großer Unterschied. Sie haben zwar die ganzen Niederlagen der 90er Jahre geerbt, also müssen damit jetzt umgehen, aber sie sind eben nicht selbst diejenigen gewesen, die geschlagen wurden. Sie sind nicht selbst diejenigen gewesen, die Niederlagen hatten. Und das ist ein ganz großer Teil der Erklärung, warum es die Basisgewerkschaftsbewegung gibt. Entonces, a esos jóvenes el capitalismo nunca les dio nada. Y eso marca una diferencia con sus padres, a quienes, pese a lo rudimentario del capitalismo en Argentina, la segunda posguerra también se la conoce como los años dorados de la Argentina, con derechos laborales, las ocho horas, el sábado inglés, etc. Estos jóvenes no conocen nada de eso. ¿Sábado inglés? Sí. Es el feriado, que no trabajes el sábado. Genau, also der Kapitalismus hat diesen Jugendlichen nichts zu schenken gehabt, also hat ihnen nie was gegeben. Und das ist auch ein Unterschied zu der Elterngeneration. Also trotz der ganzen Niederlagen ist die Elterngeneration eben doch aufgewachsen in Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, was auch in Argentinien so ein bisschen die goldenen Jahre waren, wo es eben Arbeitsrechte gab, wo es 8-Stunden-Tag gab, wo es... Genau, wo man samstags frei hatte, das heißt englischer Samstag in Argentinien. Genau. Tenemos un poco de influencia extranjera. Entonces, esto es importante porque va a explicar, me parece que dos cosas de las que preguntaba el compañero. Una es, el crecimiento económico trajo aumento de empleo, trajo incluso aumento de salario real, pero hay una cosa que no trajo, modificación de las condiciones de trabajo. Es decir, en Argentina se mantuvo la precarización laboral y las leyes de precarización laboral de los 90. Und dieses Wirtschaftswachstum hat zwar, also ab 2003, hat zwar für mehr Arbeitsplätze gesorgt und hat auch dafür gesorgt, dass es mehr Lohn gibt. Aber das, was dieses Wirtschaftswachstum nicht besorgt hat, ist eine Veränderung der Arbeitsbedingungen. Also die Prekarisierung der 90er und auch die Gesetze der Prekarisierung sind immer noch dieselben. Entonces, estos jóvenes precarizados se encontraron en un contexto de crecimiento económico, de crecimiento del empleo y de mantenimiento de las condiciones de explotación. Eso generó un malestar enorme en muchos sectores, particularmente los sectores fabriles y de los servicios que allá le llamamos los rotos, es decir, los trabajadores que se enferman y la patronal después no los quiere volver a tomar, los desecha, los descarta. Und also in diesem Kontext, es mehr Arbeit gibt, mehr Lohn gibt, aber eben die Prekarisierung trotzdem dieselbe bleibt, hat sich das entwickelt und es hat für ganz, ganz viel Unmut gesorgt. Und zwar besonders in zwei Sektoren, also einmal in Sektoren in Fabriken und im Dienstleistungssektor auch. Und das sind vor allen Dingen Arbeiterinnen, die wir die Zerstörten oder die Kaputtgemachten nennen. Also diejenigen, die so gearbeitet haben, dass sie dann krank geworden sind und wo dann die Arbeitgeber dann irgendwann sagen, wir wollen euch nicht mehr und sie rauswerfen. Ese malestar que se generó en ese sector de jóvenes trabajadores se encontró con otro problema más. Las dirigencias sindicales en Argentina son las mismas hace aproximadamente 30 años, y esto es científico, ¿sí? O sea, hay un promedio de entre 28 y 30 años en que los dirigentes sindicales, los burócratas sindicales ocupan su puesto. Und da kommt ein weiteres Problem hinzu, was wir in Argentinien haben, und das ist die Gewerkschaftsbürokratie, die, das kann man wissenschaftlich nachweisen, im Durchschnitt zwischen 28 und 30 Jahren auf ihren Posten bleiben. Also man hat es mit Gewerkschaftsbürokraten zu tun, die halt 28 bis 30 Jahre ihre Funktionen ausüben.
Entonces, estos jóvenes se encontraron en un contexto de aumento de expectativas, mantenimiento de condiciones de precarización y con una burocracia sindical que no los escuchaba. Genau, also sie haben bei einem Wirtschaftswachstum, bei der Beibehaltung der Prekarisierung eben Bürokraten gehabt, die ihnen nicht zugehört haben. Esas son las condiciones objetivas de surgimiento del sindicalismo de base. A partir de ahí, lo que se da es una experiencia en los lugares de trabajo que toma elementos de las luchas del 2001, entre ellas, por ejemplo, la de Zanón, y toma como principios A, la democracia obrera, B, la acción directa, es un sector que sale a la lucha en oposición a una burocracia que no sale a luchar, entonces A, democracia, B, acción directa, y la tercer elemento que toma es un elemento de unidad por abajo entre distintos sectores. Und also das sind die objektiven Faktoren, die diese Bewegung beeinflusst haben, und dazu kommt eben eine Erfahrung in verschiedenen einzelnen Fabriken, verschiedenen einzelnen Arbeitsplätzen, wo die Erfahrungen, die Beispiele aus dem Kampf von 2001, unter ihnen eben auch Zanon, aufgenommen werden. Und das gemeinsame Programm, was sie alle miteinander teilen, ist eben einerseits das der Arbeiterinnendemokratie, also das, der Entscheidung in Versammlungen und so weiter, dann der direkten Aktion, also der Mobilisierung auf die Straße, und das gegen eine Bürokratie, die eben nicht auf die Straße gehen will. Und das Dritte, eine Einheit von unten, also Einheit der Kämpferinnen von unten und nicht über die Gewerkschaftsapparate gehend.